Bestätigen. Und da sind Sie auch schon auf dem Eis. Viel Glück. Ein Transparent in den Zuschauerrängen für Mariana Kautz und Norman Jeschke kann man nur unterstreichen. Probleme jetzt nicht. Ja, sie macht es mit ihrer Gestik sehr, sehr deutlich, packt ihn etwas kräftig am Oberarm. Mariana Kautz, das war genau das, was an diesem Abend für die beiden notwendig war und was sie aufs Eis bringen mussten. Und es war, wie ich meine, auch eine schöne Choreografie. Ja, die Choreografie zusammengestellt von Diana Goolsby, der auch für Peggy Schwarz und Mirko Müller zuständig ist. Hervorragende Leistung der beiden Berliner, so gut habe ich sie eigentlich noch nie gesehen. Beide Elemente, beide Schwerpunktelemente sehr sauber aufs Eis gebracht von beiden Sportlern und ich denke, das könnte die beiden recht weit nach vorne bringen. Eine absolut reife Leistung, ohne Zittern, ohne Zaudern. Wenn man bedenkt, dass es beim Einlaufen noch so viele Schwierigkeiten gab, dann im Wettkampf nervenstark. Der dreifache Tulup, fast synchron, von beiden sauber aufs Eis gebracht und dann noch viel wichtiger der dreifache Wurf Tulup, wo oftmals in vorigen Wettkämpfen die Landung von Mariana auf zwei Füßen gezeigt wurde. Hier ganz einwandfrei, das allerdings nochmal die Hebung. Vielleicht zeigt uns die Regie auch noch den dreifachen Wurf Tulup mal in der Zeitlupe. Denn der wirkte dann so richtig befreiend. Der war wirklich ganz exzellent und danach wussten die beiden, jetzt sind wir über den Berg, jetzt läuft das Programm gar. Im Hintergrund der Mann mit dem Essen aus lichten Haar, Knut Schubert, ganz ruhig, äußerlich nicht zu sehen von der Anspannung, die sicherlich in ihm herrschte. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie es... Ja, schön. Ein Bild, das tatsächlich oft mehr sagt als viele Worte. Prima, hier haben wir auch Knut Schubert daneben, sitzend. Die Banane ist nicht mehr notwendig. Marksford Required Elements. Glänzende Leistung, vielleicht ein gutes Omen für Peggy Schwarz und Mirko Müller.
die ja hinten nach noch kommen. 4-5, 4-8, 4-5. Ja, da gibt es Abzüge. Ich weiß nicht, ob vielleicht eine Pirette nicht genug Umdrehungen hatte. Ich muss zugeben, da habe ich nicht mitgezählt. Irgendwas war, was hier die Preisrichter zum Abzug gebracht haben. Vierte sind sie hinter Totmianina Marinin. Ja, hier geht es bei einigen Preisrichtern doch ganz deutlich nach oben. Vor allen Dingen allerdings wiederum in der B-Note niedriger. Seltsame Wertung, trotz allem guter Platz, der vierte hinter den Russen. The next pair to skate, Inga Radionova, Andrei Volkov.